Tarkan, schickt ein paar Männer in die Stadt. Sie haben sich eine Pause vom Training verdient. Ja, Commander. Schön, dass ihr am Leben seid. Nicht alle schaffen es an Morun vorbei. Raimon hat mich von der Basis aus kontaktiert. Sagte, ihr wolltet unserer Gesellschaft beitreten. Ist das wahr? Das stimmt. Ich erbitte die Zustimmung des inneren Kreises. Ich heiße Seta Far. Ich bringe diesen Söldnern bei, wie man kämpft. Mein Dienst für den Meister ist eine Frage der Ehre. Vor Jahrzehnten kämpfte mein Clan gegen Revan, als wir mit dem Rest der Mandalorianer die Republik überfielen. Es war ein Privileg, gegen die Jedi zu kämpfen. Wir haben den Krieg um Malachor 5 verloren. Doch das war ebenfalls ein Privileg. Aus Respekt für Revan habe ich zugestimmt, mich dem Meister anzuschließen. Ich verstehe, wovon ihr redet. Ich diene dem Orden, um sicherzustellen, dass Revans Name nicht vergessen wird. Revan war ein Krieger. Ein Anführer. Und er verdient dieses Andenken. Da eure Ehre euch nicht verpflichtet, woher weiß ich, dass ihr nicht das Andenken des Dunklen Lords befleckt? Was könnt ihr in Revans Namen für den Orden tun? Ich kann kämpfen. Ich bekämpfe die Gegner des Ordens, wann immer es nötig ist. Gut. Aber ich brauche dafür Beweise. Ich habe Männer des Clans ausgeschickt, um Jagd auf die einheimische Fauna zu machen. Ihr Lager ist in der Nähe. Besiegt sie, oder ihr werdet erschlagen. Wow. Und keine Sorge, Tarkan hier wird sicherstellen, dass sie über eure Ankunft Bescheid wissen. Ja, Commander. Wow. Was? Ich darf erstmal gegen Mandalorianer wieder kämpfen. Gleich geht's besser. Scheinbar auch nicht. Mandalorianer hier, wow. Warte mal. Hey, da fehlt einer. Ach so, diese tägliche Aufgabe. Da hinten sind die anderen zwei. Nee. Für die Knallköppe hier. Für die Revanita. Okay, die hatte ich nicht. Ich muss jetzt eine Pilgerreise machen. Klar, Ende. Okay, der eine war nach zwei Hieben down. Mandalorianischer Jäger, Soldat, Grünschnabel, Grünschnabel. Hier machen wir gleich drei auf einmal. Nur drei noch. Korrigiere einer. Ja, die mandalorianischen Grünschnäbel, die sind ja mal sowas von easy peasy. Heißen die wirklich so? Ja. Mandalorianischer, ja. Grünschnabel. Die sind gerade erst neu wohl in die Einheit gekommen. Das ist ich, aber auch überhaupt kein Wunder. Ich sag mal so, ist mir Latte, solange ich das hier hinkriege. Und ich darf jetzt wieder quatschen. Bis gleich. Revan erlangte den Respekt meiner Großväter und Großmütter durch seinen Sieg im Kampf. Nun habt ihr meinen erlangt. Ihr seid kein Revan. Zumindest noch nicht.
aber ihr seid jemand. Ihr habt meine Zustimmung, dem Orden beizutreten. Es ist mir eine Ehre. Ihr müsst noch mit einer Person sprechen, bevor ihr zurück zur Anlage geht. Findet Major Patel. Er überwacht die Sicherheit an der Mauer. Ich bin gleich da. Gepriesen sei Mandalore. Und gepriesen sei unser Meister. Wow. Und Nummer 3. Lass mich hoch. Archäologie liegt jetzt bei 20. Okay. Ich komm hier rein und hör Arsch. Archäologie liegt jetzt bei Stufe, also bei 20 Punkten. Leute, ich darf schon wieder quatschen. Da. Kommt her. Ihr kann uns nicht stören und wir können offen sprechen. Ich bin Major Patel zu Diensten. Es ist immer schön, Anwärter zu treffen. Der Revan-Orden benötigt so viele engagierte junge Leute wie möglich. Welch erfreuliche Begegnung. Ich weiß ja nicht, wie eure anderen Treffen verlaufen sind, aber ich führe meine Gespräche gerne formlos. Bringt ja nichts, sich das Leben zu erschweren, oder? Einige Anwärter, junge Offiziere, Akolyten und so fort glauben, dass unsere Geheimgesellschaft ihnen dabei hilft, Moff oder dunkler Lord zu werden. Ihr denkt nicht so, nehme ich an? Ich brauche keine Hilfe, um meinen rechtmäßigen Platz zu erringen. Ha, wer hätte das gedacht? Nicht jeder Anwärter erkennt, dass ein Aufstieg bei den Revanitern nicht zwangsläufig zu einem Aufstieg im Imperium führt. Oder wie gefährlich es wirklich ist, ein Revaniter zu sein. Der Rat der Sith strebt danach, uns zu entwurzeln. Also, wie antworten wir? Wie reagieren wir auf die Anschuldigung der Ketzerei seitens des Imperiums? Wir reagieren, indem wir unsere Gegner vernichten. Alle, die uns widersprechen, werden fallen. Ich hatte Angst, ihr würdet das sagen. Ich bin leider ein Patriot und habe kein Interesse daran, die Revaniter gegen das Imperium zu wenden. Hier spricht Major Patel. An alle Sicherheitsdroiden. Bedrohung an der Mauer. Bitte eliminieren. Da. Wenn ihr das überlebt, vielleicht überdenke ich dann meine Entscheidung. Ernsthaft, vier lausige Droiden. Bis gleich. Oh. Gut. Ich muss sagen, ich dachte nicht, dass ihr zu so viel Zerstörung fähig wärt. Ihr habt ein paar raue Kanten und falsche Vorstellungen, aber auch das Potenzial, dem Orden sehr wertvoll zu sein. Ich weiß diese Worte zu schätzen, Major. Mehr brauche ich nicht, um mir eine Meinung zu bilden. Ich schicke eine Nachricht an die Anlage. Raimon wird auf euch warten. Es ist wohl Zeit zu gehen. Gute Reise. Und seid stolz darauf, ein Teil des Revan-Ordens zu sein. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Schön. Ey, ganz ehrlich, du hast es leicht. Du hast einen scheiß Speeder. Der ist ohne wirklich schnell. Schneller als zu Fuß. Kann man testen? Oder? Oh ja, gut. Aber trotzdem. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass ich nicht entdeckt werde, weil sonst verschwindet das Ding, wenn ich angegriffen werde. Hört's vor. Oh, holy, was ist das denn? Eralam-Kristallformation. Das sah cool aus. Das sah cool aus.
kehre zu Raymond zurück. Ihr habt also die Pilgerreise beendet. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, was da draußen passiert ist. Es geht mich auch nichts an. Aber der innere Zirkel stimmt eurer Aufnahme zu. Ich bin nur daran interessiert, den Meister zu sprechen. Ihr seid auf dem besten Wege. Ihr könnt stolz sein. Ihr habt diese Prüfung gut gemeistert. Jetzt müsst ihr jemand anderen finden, der euch den nächsten Abschnitt erklärt. Ich begrüße die Hilfe. Viel Glück. Jeder Schritt bringt euch dem Meister näher. Boah, wie lange geht das denn noch? Ey, die ziehen die Quest hier ganz schön in die Länge. Zun. Zun. Na sowas. Ihr habt alles erfüllt, ja? Ich habe von euren Fortschritten und euren Prüfungen gehört. Eure Initiation ist nicht leicht gewesen, aber ihr habt die Herausforderung gemeistert und gezeigt, dass ihr Revans Weg beschreiten könnt. Nun fehlt nur noch der letzte Ritus. Ich schätze diese Chance sehr. Der Meister wird eure Lektionen zum Abschluss bringen und dann seid ihr ein volles Mitglied des Revan-Ordens. Dies ist ein großes Privileg. Der Meister zeigt sich niemandem außerhalb des Ordens. Ich werde euer Vertrauen nicht missbrauchen. Ihr dürft in die Kammer zum Meister gehen. Er erwartet euch. Hört ihm zu, gehorcht ihm. Durch den Meister werdet ihr Revans Weg erkennen. Gleich geht's besser. Wohin? Was ist das? Hä? Ihr seid gestorben und wiedergeboren. Nun sollt ihr vor mir stehen. Ihr habt die uralte Vergangenheit neu erobert. Nun sollt ihr vor mir stehen. Ihr habt meinen Anhängern Kraft und Weisheit bewiesen. Erblickt nun den Meister des Revan-Ordens. Wie ihr befehlt. Dies ist das Ende eurer Initiation und der Anfang eurer wahren Reise. Ihr werdet nun immerdar auf Revans Pfaden wandeln. Die Feinde des Ordens zwingen euch, im Schatten zu agieren. Aber wir bewahren eure Geheimnisse, so wie ihr unsere bewahrt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Jetzt sollt ihr wissen, wer ich bin. Ich dachte, der Meister sei ein Mann. Die Täuschung hat ihre Vorteile. Außerdem ist sie angemessen. Aus unseren Aufzeichnungen geht auch Revans Geschlecht nicht hervor. Bitte entschuldigt die Täuschung und dass wir uns jetzt erst sehen. Aber ihr wisst doch sicher, wie sehr der Rat der Sith meinen Tod wünscht. Der Revan-Orden bedroht alles, was der Rat der Sith als wertvoll erachtet. Warum stellt der Orden eine Bedrohung dar? Revan kam nach seiner Wiedergeburt nach Drom und Kaas. Manche glauben, der Imperator habe Revan getötet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Revan den Imperator stürzte und heimlich 3 Jahrhunderte lang auf dem Thron saß. Außer unserem Orden kennt nur der Rat der Sith die Wahrheit. Glaubt ihr wirklich, dass Revan den Imperator abgelöst hat? Ja, nur so passt die ganze Geschichte zusammen. Ich habe in der Zitadelle Gerüchte gehört. Der Imperator lebt schon seit Jahrzehnten zurückgezogen. Der Rat der Sith spricht nicht mehr mit ihm. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Der Rat der Sith hat seinen Anführer verraten, Imperator Revan weggesperrt und selbst die Macht ergriffen. Uns wollen sie mundtot machen, weil wir Bescheid wissen. Sie dürfen nicht damit davonkommen. Nein, keine Angst. Es wird aber viele Jahre dauern, den Imperator zu befreien. Und erst brauche ich eure Hilfe in einer anderen Angelegenheit. Meine Agenten sagen, ihr hättet euch mit einem Sith namens Sandor getroffen. Einem Mann, der die Revaniter vernichten möchte. Beendet diese Bedrohung. Geht zu Sandor und erzählt ihm, dass ihr das Oberhaupt der Revaniter kennt. Sagt ihm, es sei sein eigener Meister. Darth Chaunus.
Warum sollte er mir glauben? Ich habe dieses Sith-Amulett von Charnus beschafft. Gebt es Sandor. Er wird glauben, ihr hättet es seinem Meister bei den Revanitern abgenommen. Sie werden aufeinander losgehen. Wenn dies vorbei ist, wenn ihr mit Sandor geredet habt, dürft ihr aber nicht hierher zurückkehren. Wenn das euer Wille ist, werde ich gehorchen. Sandor darf nicht ahnen, auf wessen Seite ihr wirklich steht. Ihr müsst Revans Weg fortan allein beschreiten. Den Weg zur Macht, der weder Jedi noch Sith gehört. Möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen. Okay. Hab ich auch noch was bekommen? Nee, war wieder klar. Nee, die sind schlechter. Die sind etwas schlechter. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. So, wo muss ich denn jetzt hin? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Der Meister des Lichtschwerts ist zurück. Es muss euch Überwindung gekostet haben, die Revanita-Kultisten so lange am Leben zu lassen, dass ihr sie bespitzeln könnt. Nun sagt mir, habt ihr etwas Brauchbares gefunden? Habt ihr das Gesicht des Oberhaupts gesehen? Sie ist ein Lord der Sith. Dunkelhäutig, schwarzhaarig und tätowiert. Die kenne ich. Ich kenne sie, ja! Tari Darkspanner. Mein Meister kennt sie. Wir statuieren ein Exempel. Der Rat der Sith wird dir die Kraft nehmen, den Verstand und das Leben. Das klingt logisch. Ich habe euch im Namen von Darth Charnos eine Belohnung versprochen. Und die sollt ihr haben. Für euren Verdienst um das Imperium. Euretwegen sind wir jetzt imstande, diese Ketzergesellschaft auszulöschen. Der Name Revan wird auf Drom und Kaas nicht mehr zu hören sein. Das war wirklich Pech. Besser die Plage auszumerzen, bevor sie sich ausbreitet. Und nun geht. Ich muss jetzt Darth Charnos Pläne für ihn umsetzen. Ja. Ich will nicht so einen hessischen Helm aufsetzen. Nee. 19 Beherrschung, 20 Ausdauer. Nee, schlechter als der. Der ist schlechter als der. So. Moment, wie weit sind wir weg? Nee, mach ich nicht. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Können wir ja mal hier und so.
stimmt, wir müssen noch so einen Lehrer finden. Müssen da noch einen Lehrer finden. Dunkle Resonanz erhöht den kritischen Trefferschaden aller Angriffe um 15%. Da, einmal durch den Boden durch, man kennt's. Ja, da unten fehlt ein bisschen Boden, wie man gerade gesehen hat. Interessant. Was? Ich gucke gerade in Car City, bei der Landeplattform nach unten. Die haben da vergessen, ein bisschen Boden rein zu grafiken. Das ist einfach nur flache Ebene und die Gebäude schweben dort in der Luft. Ja. So, jetzt muss ich erstmal so einen Ausbilder suchen. Müsste ich eigentlich hier drin haben. Also, was sollte das für eine Überraschung sein bei den Revanitern? Es war ein Holo, eine, naja, gefälschte Holo-Aufzeichnung und dann kam eine Frau. Da ist er wieder gemutet, gerade wenn man reden will. Wow, eine tolle Lichtshow. Da bekommt man schon beim Reinkommen Kopfweh. Irgendwo war doch... Die da unten ist nicht gerade von schlechten Eltern. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Auslöschen. Springt zu einem Ziel, verursacht 413 Waffenschaden und lebt es eine Sekunde. Das war Schwertschutz. Das kommt dahin. Der Würgelgriff kommt dahin. Gleiternavigation Rang 2. 20.000 Credits. Holy Macaroni. Zeigt keine Gnade. Hey, das ist eigentlich recht billig. Ich habe nichts mehr. Ich habe aktuell 7.400 Credits. Warum? Ach, weil du hast die Inventar-Erweiterung geholt, oder? Genau. So, ja, gut, ich sehe. Hä? Kaufen. Lol, ich hab... Ah, okay. Ich kann den Helm doch aufsetzen. Mir wird nur irgend so ein Nachrüstgerät oder irgendwie sowas angezeigt. Okay. Dako, du hast dich einfach gestummt. Was soll daran bei den Revanitern so merkwürdig gewesen sein? Es war ein gefälschtes Holo-Aufzeichnung und eine Frau kam dann an. Ja, weil man die ganze Zeit vom Oberhaupt gesprochen hat. Ich wollte sie einfach nicht vorenthalten. Naja. So spannend war da nichts. Oberhaupt beinhaltet aber auch eine Frau. Das Oberhaupt ist männlich oder weiblich. Ja gut, also sie haben auch immer vom Meister gesprochen und nicht von der Meisterin. Ja, das kann man auch wieder doppelt deutlich sehen, weil... Der Meister ist zwar männlich, aber die Meisterin ist ja wieder so ein Punkt, es wird doppelt verweiblicht mit die und Meisterin. Das ist, ja, das ist so ein Gesprächsthema hatte ich mal in der Ausbildung früher, dass das keinen Sinn ergibt, warum man zweimal etwas verweiblichen sollte, wobei es einmal ausreicht. Theoretisch, wenn man es zweimal verweiblicht, ist es wieder männlich, also. Ja. Und im Star Wars-Universum, auch wenn du einen weiblichen Meister hast, dein Schüler redet nicht immer dich mit Meisterin an. Ich muss kurz reden. Okay. So, dann führe ich die Diskussion offscreen mit Dako weiter und wie es in der Story-Quest weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.